Mann, ich hab mir wieder schön neue Metal-CDs geholt, ja. Oh, hallo Freunde! Na, was macht ihr denn hier schon wieder? Freunde, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, ne? Und zwar, der gibt euch was Schönes hier auf dem Themensonntag. Meine kleine Überraschung, die ich schon lange angeteased habe. Aber kein CD-Feedback, nein. Sondern für unsere Pfeifen- und Pfeifentabak-Community tatsächlich. Und zwar in diesem Video, jetzt hier, wo ihr gerade eingeschaltet habt, gibt es nämlich einen Zusammenschnitt von, ich nenne es mal so, Relikten aus der alten Zeit, wo der Biersüffler noch gar nicht Biersüffler war, zumindest hier auf YouTube. Fragt mich jetzt nicht genau das Jahr, ich glaube, ich kriege es noch raus anhand der Datei. Aus der alten Studentenwohnung noch, aus der alten Butze, wo wir nämlich hier auf YouTube Pfeifentabak und Pfeifen vorgestellt haben. Da hatten wir nämlich einen extra spezifischen Kanal aufgemacht, wo es nur um Tabak und Pfeifen ging. Und da wurde ich auch herzlich in diese, nennen wir sie mal, Pfeifen-Community, die deutschsprachige, aufgenommen. Und ja, dann ist halt alles irgendwie, weil dann Filme kamen und dann hatte man andere Interessen gehabt, ist das so ein bisschen eingeschlafen, der Umzug kam dazwischen, ne? Und somit ist dann auch irgendwie Schicht gewesen. Und dadurch, dass dann auch noch der Rechner-Crash damals war, wo wirklich dann, das war ja wirklich eine Technik, die ich hatte, die unter aller Sau war, das muss man ganz klar so sagen, waren dann auch die Videos weg, inklusive Kanal. Ich weiß auch gar nicht mehr, auf welcher E-Mail-Adresse der Kanal gelaufen ist, Freunde. Das war, war einfach so. Ja, weg war er. Faktum ist aber, ich habe letztes Jahr eine alte Festplatte gefunden und ich habe einfach mal aus Gag reingeguckt, was da so drauf ist. Ist da noch was zu retten oder ist da was Interessantes drauf, ne? Familienfotos oder ähnliches, keine Ahnung. Und da stolper ich tatsächlich über einen Backup-Ordner, wo es nämlich YouTube hieß. Und dann pfeife ich so, ach was, ist ja interessant. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich sehe meine alte Couch, die ich in zweiter Hand gekauft habe. Und ich sehe mich noch mit Glatze, Halbglatze, ja, und hier mit diesem, wie heißt denn das, mit diesem Unterhemd sitzen, wie ich da völlig stolz wie Bolle dann auch irgendwie Pfeifentabak und Pfeifen vorstelle. Und so meine ersten Gehversuche auf YouTube gemacht habe. Mit dem Thema Pfeife zumindest. Ich glaube, davor hatten wir auch noch ein paar andere Kanäle gehabt. Aber so bei, war ja so, kaum war YouTube draußen, war ich schon aktiv hier, ne? Mit verschiedensten Themen und so. Das war immer spannend. Und auf jeden Fall habe ich diese Videos gefunden. Und dadurch, dass wir hier auf dem Süffler so oft jetzt ausfallen lassen haben, Pfeifen-Review und auch Pfeifentabak, habe ich gesagt, weißt du was? Als kleine Wiedergutmachung werde ich diese Videos irgendwie restaurieren. Ich werde versuchen, ein bisschen was an der Qualität zu machen. Jetzt haben wir die Technik. Und ich habe gesagt, komm, das schnippeln wir jetzt irgendwie mal zusammen. Also das, was ich habe, was sich irgendwie lohnt, einfach aus Erinnerungshalber, so erinnerungshalber, ja, möchte ich es gerne auf dem Biersüffler hier so als, nennen wir es mal, Re-Upload, ja, komm, kann man so nennen, irgendwie hier veröffentlichen. Und vielleicht habt ihr damit auch Freude. Ich weiß es nicht. Vielleicht die ein oder anderen, die erinnern sich sogar noch, Mensch, ja, den Typen, den haben wir doch schon mal auf YouTube gesehen, mit dem Thema Pfeife und Tabak und Hedonismus und Genuss und so. Und ich glaube, dann haben die vielleicht auch so eine kleine Freude. Ich habe auf jeden Fall eine Freude damit, dass ich das jetzt auch archivieren kann. Ist ein bisschen Arbeit gewesen, das alles, wie gesagt, in anderes Format umzuwandeln, zu konvertieren. Weil, wie gesagt, damals haben wir das aufgenommen, das kannst du keinem erzählen. Das war eine ganz furchtbare Kamera gewesen, ja. Also das war ganz krass. Also das war gerade die Zeit, wo Hi8-Video zu Ende ging und dann so diese digitalen, kennt ihr noch so Sony Mavica und so, ne? Also, wow, Freunde, Wahnsinn. Ja, also in dem Sinne würde ich sagen, Film ab, sage ich jetzt mal so, oder YouTube ab, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier anmoderieren soll, weil sowas habe ich noch nie gemacht. Das ist jetzt auch Premiere, dass ich mal wirklich so ein Video aus der Jetztzeit ankündige, wie so ein Moderator, wo aber eigentlich das Material aus einer Vergangenheit stammt. Auch irgendwie komisch, deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen sperrig hier wahrscheinlich in meiner Ausdrucksweise. Deswegen schweige ich einfach und habt einfach Spaß mit dem, was jetzt gleich kommt zum Thema Pfeife und Pfeifentabak. In dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit diesem eher spezielleren Themensonntag. Hallo liebe Pfeifenfreunde,
Heute bin ich mal nicht auf meinem Lümmelsofa, sondern bin hier draußen auf einem kleinen Parkweg, gehe ein bisschen spazieren mit meiner Oldenkott und wollte euch einfach mal zeigen, was ich im Winter so für Tabak rauche, wenn draußen Schnee liegt. Und das wäre dieser hier, der Dunhill Standard Mixer. Sehr leckerer Tabak, englische Mischung. Sehr würzig, schmeckt ein bisschen nach Holz, nussig und ist für die Wintermonate, finde ich, ganz toll geeignet. Ja, raucht sich, wie gesagt, sehr gut. Kann man sich echt mit anfreunden, wenn draußen Schnee liegt und es richtig kalt ist. Dann macht er doch ein bisschen Wärme auf der Zunge. Ja, so wie mal ein Video zum Testen auch mal draußen. Mal sehen, wie das kommt. Und ich wünsche euch noch was Schönes. Ne? Geh mal ein bisschen weiter spazieren. Bis dann. Tschüss. Advent, Advent, das Pfeifchen brennt. Man hält es fest in seiner Hand. Schaut her, ist sie nicht elegant? Der Tabak glimmt sanft hinab im Pfeifenkopf. Kein Problem, es ist Nachschub im Pfeifentopf. Genüsslich passt man Zug für Zug, denn man weiß, was einem zugute tut. Zungenkrebs hin oder her, Christus weiß, wir tun uns mit der Sünde schwer. Doch Jesus liebt uns Menschen so sehr und für alle Zeit, dass er uns das Pfeiferauchen auch verzeiht. So können wir qualmen den ganzen Tag, Virginia Burley, so wie man es gerne mag. Pfeifenfreunde auf YouTube und in der ganzen Welt, raucht den Tabak, der euch gefällt. Möge die Liebe und der Frieden mit euch sein, ob zusammen oder allein. Es ist Advent und ich wünsche euch Gottes Segen, Ruhe und Harmonie auf all euren Wegen. Ja. Jetzt könnt ihr mich wieder besser sehen. Ich dachte mir, ich bin ein wenig kreativ, hatte mal so eine kleine Idee gehabt, mal ein Pfeifen-Weihnachtsgedicht, Adventsgedicht zu verfassen und das einfach mal hier fortzuführen. Ich fand das ganz witzig. Hat mir spontan eingefallen. War ganz nett gewesen und das wollte ich euch einfach mal präsentieren und ein bisschen Weihnachtsgrüße an euch senden, schicken, alle, die hier auf YouTube zugucken. In unserer Pfeifen-Community. Ich hoffe, ihr versteht diesen kleinen Spaß, den ich mir mal erlaubt habe. Ich finde es, wie gesagt, ganz witzig. Musste irgendwie mal sein. Ja, jetzt rauche ich hier meine Stefano-Pfeife noch zu Ende. Jetzt werden erstmal vor Weihnachten keine neuen Videos mehr von mir reinkommen, da ich auch noch ein bisschen was zu tun habe. Die letzten Geschenke besorgen, noch mal ein bisschen zurückblicken. Das vergangene Jahr, das ja bald zu Ende sein wird. Vielleicht nach Weihnachten, nach den Feiertagen, nochmal ein kurzes Statement von mir, wie ich lecker gegessen habe, diniert habe, was ich vielleicht zu Weihnachten bekomme. Mal schauen, was ich euch da berichten werde. Aber wie gesagt, vor Weihnachten, denke ich, wird das nichts mehr. Sollte auch erstmal reichen. Und jetzt sage ich einfach nur noch, wünsche allen schöne Weihnachten nächste Woche, schon mal im Voraus. Besinnliches Fest mit leckerem Essen, genüsslichem Tabak danach zum Rauchen für euch und eure Familien. Macht's gut, bleibt gesund und genießt den Ausklang des Jahres, ob mit Pfeifentabak oder ohne. Ich wünsche euch was. Saluti, ciao. Ja. Hallo Pfeifenfreunde, heute ist ein lustiger Tag, ein ganz besonderer Tag und ich denke mal, ich habe mir heute richtig mal was verdient und aus diesem Grund habe ich mir auch zu meiner Pfeife noch zusätzlich mal ein Fläschchen Bier aufgemacht und das trinke ich jetzt. Ah, schmeckt gut und zwar ich war heute im Wald, bin da so lang spaziert, habe beim Pfeiferauchen mir auch meine Gedanken mal wieder gemacht, mache ich immer so, das ist eine ganz schöne Sache, und habe da so allerhand Zeugs rumliegen sehen. Und irgendwie hatte ich in meinem Kopf hier oben drin Gedanken an meine alte Pfeife. Nämlich die, die ich mir neulich auf eBay ersteigert habe für 3 Euro plus Versand und die ich nicht mehr aufarbeiten kann. Nun habe ich da so, als ich durch den Wald gelatscht bin, mir so verschiedene Gedanken im Kopf gemacht. Pfeifach, ja, war ja doch ein bisschen doof gewesen, aber ich kann mich auch nicht so richtig davon trennen. Wie gesagt, ich habe da ein paar Sachen gefunden,
das beobachtet, dann gefunden. Hatte zum Glück hier mein Bundeswehrrucksack bei, da wo immer noch ein bisschen Tanne drin ist. Da habe ich mich nämlich ein bisschen bedient, da im Wald. Und als ich zu Hause angekommen bin, habe ich kreative Ideen gehabt. Und da habe ich gesagt, na Mensch, es ist ja bald Advent. Und ich mag ja diese ganzen kommerziellen, konsumgesellschaftlichen Geschichten ja gar nicht. Da habe ich gesagt, so, wofür hast du Kopf und Hände? Denk dir doch mal selber etwas aus. Der Spruch kommt übrigens aus der Sesamstraße, die ich immer als Kind geguckt habe. Ja, und irgendwie ist das anscheinend kleben geblieben. Weil heute ist ein besonderer Tag, ich habe heute mal was gebastelt. Erstmalig übrigens, und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Hat was mit Advent zu tun und mit Pfeife. Ich hätte, das muss ich noch zu sagen, die Pfeife ja fast weggeschmissen, die ich mir auf eBay da ersteigert habe. Weil die konnte man nicht mehr aufarbeiten, das ging leider nicht. Aber ich habe was anderes gefunden, was man mit der machen kann. Das muss Sesamstraße, Kopf und Hände, selber was aussehen. Achtung, ich zeige euch das mal. Ich muss euch mal kurz hier umdrehen. So. Wunderbar. So, da sieht man jetzt. Oh, geht das hier so? Ja. Das habe ich gebaut. Das habe ich heute gebastelt. So, ich dokumentiere das mal ein bisschen. Das ist hier so eine kleine Schale, da wo sonst normalerweise meine Chips oder Erdnüsse drin liegen. Das ist diese besagte Tanne aus dem Wald, die ich mir da so abgepflückt habe. Hier ist eine schöne Kerze, die ich hier noch hatte. Ja, ist schon eine schöne Kerze. Hier ist ein kleiner Zapfen, da habe ich so ein bisschen Tippex rangepinselt. Hier sind kleine Flocken, das sind ganz normale Pfeifenreiniger, die ich so zu Sternchen oder Flocken zusammengebastelt habe. Und was haben wir da in der Mitte? Können wir das erkennen? Das ist jetzt meine alte Pfeife, die beschädigt und kaputt war. Die habe ich jetzt einfach dort integriert, habe die fixiert auf der Tanne und habe die jetzt als sogenannten Kerzenhalter umfunktioniert. Dann habe ich hier noch auf dem Flohmarkt mir letzten Sonntag hier noch so eine kleine Kugel besorgt und so ein Sternchen, kleiner Engel, 50 Cent alles, also sehr billig. Ja, und alles zusammengemixt ergibt dann sozusagen dieses nette kleine Adventsgesteck. Ja, nun weiß ich nicht, wie ich sowas anpreisen soll. Das ist erstmalig, dass ich sowas gemacht habe. Oh, es ist ja noch schwieriger hier mit der Kamera. So. Ja, doch, so schön. So sieht man es richtig. Ja, und das werde ich jetzt am ersten Advent anzünden. Also hat diese Pfeife, diese kaputte Pfeife, doch noch eine Funktion gefunden, eine sinnvolle, wie ich finde. Und musste nicht in die Sondermülltonne. Ja, also tolle Sache. Was alles so bei rauskommt, wenn man mal auf dem Wald spazieren geht, schön, findet man Sachen. Toll. Oh Mann, ich merke schon, das Bier wirkt schon wieder. Naja, macht ja nichts. Aber ich wollte das jedenfalls euch mal zeigen, was man mit so einer alten Pfeife noch machen kann. Und da kommt, so wie ich finde, doch was Hübsches bei raus. Für den ersten Versuch, das ich vorher noch nie gebastelt hatte, ist das schon ganz toll. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Ja. Tschüss. Ich melde mich jetzt nun auch mal in diesem neuen Jahr. In 3 Wochen ist es, glaube ich, her, seitdem ich das letzte Video gemacht habe. Das war kurz vor Weihnachten. Jetzt sind wir schon fast bei der Hälfte vom Januar angekommen. Ja, und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich doch einfach auch nochmal erzählen, was so zwischen Weihnachten und Silvester so alles geschehen ist bei mir, was ich erlebt habe. Fangen wir gleich mal an mit Weihnachten. Ich habe schön gemütlich gegessen mit Familie, wie ich es so vorgehabt hatte. Alles wunderbar gewesen. Und auch habe ich Silvester gut verbracht. Ein bisschen geknallt, Karpfen gegessen. Alles, was man halt so macht, Bleigießen. Hat alles großen Spaß gemacht und ich bin gesund und munter ins neue Jahr reingeschlittert. Ich hoffe ja, ihr auch. Einige haben ja schon Videos gemacht, über die ich mich sehr gefreut habe. Und so dachte ich mir, mache ich auch nochmal ein kleines Review über die Tage, die ich dort verbracht habe. Hier bei mir jetzt erstmal in Berlin. Weggefahren bin ich dann doch nicht. Bin auch hier geblieben. Aber alles schön. Okay, unterm Tannenbaum gab es nicht nur Sachen, die mit Pfeife zu tun hatten, sondern auch einige andere schöne Sachen, über die ich mich sehr gefreut hatte, die ich mir auch bestellt habe selber, weil Weihnachten gibt es mir keine Geschenke mehr zum Aufpacken. Nee, sondern da gibt es immer einen Umschlag, da ist da ein bisschen Geld drin. Und da konnte ich mir dann halt mal was leisten. Ich bin ja auch ein großer, neben dem Tabakpfeife rauchen, großer Filmfan. Und so habe ich mir dann mal eine Serie bestellt in verschiedenen Staffeln. 6 Staffeln gibt es davon. Kam auch vor 3 Monaten die letzte Staffel auf Kabel 1 im Fernsehen. Und da bin ich ein ganz großer Fan von der Serie. Und zwar handelt es sich um die Serie
Lost. Genau, das ist jetzt die erste Staffel von Lost. Bin ich ein ganz großer Fan von. Die Serie handelt von verschiedenen Personen, verschiedenen Charakteren, die alle eine kleine Vorgeschichte haben. Und die stürzen ab mit einem Flugzeug und stranden auf einer mysteriösen Insel, da wo es komische Rauchmonster gibt. Verrückte Menschen, die schon, ich weiß nicht wie lange da schon tot waren, wieder auferstehen und irgendwelche Stationen, also ganz mysteriös, ist auch eine Mystery-Serie, bisschen abenteuerlich verpackt, spielt alles auf größtenteils auf einer Insel, also richtig toll, man lernt die einzelnen Charaktere kennen und da gibt es auch wie gesagt verschiedene Staffeln von, jede Staffel ist eine eigene Geschichte, also es wird sich immer weiterentwickelt, das ist jetzt hier die zweite, so schaut die dritte aus, die dritte. Das ist die vierte Staffel. Sieht so aus, auch immer schönes Cover dazu, so schöne Boxen, das sind die Schmuckboxen. Dann gibt es einmal noch die fünfte, die ist ganz durchgedreht, da geht das mit Zeitreisen weiter. Aber auch ganz witzig. Und zu guter Letzt die letzte Staffel, The Final, das ist die Nummer 6 von Lost. Ja, eigentlich müsste ich da wirklich auch 6 verschiedene Reviews von machen, weil die Serie so durchgedreht ist. Aber Trauma, absolute Lieblingsserie. Empfehle ich wirklich jedem, sich die auch mal anzugucken, der ein bisschen auf Abenteuer, Inselromantik und Mystery steht. Ein bisschen so eine Zukunftsvision, abgespacete Geschichte. Und da macht es auch wirklich Spaß, mal eine Pfeife mal wirklich so intensiv zu rauchen und sich sowas anzugucken, kommt ganz gemütlich. Aber darum soll es heute auch nicht gehen, weil wie gesagt, da müsste ich eigentlich eigene Videos mal machen. Mal gucken, ob ich die Zeit habe. Weil es auch sehr kompliziert ist, muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Ist nicht ganz einfach zu verstehen, die Serie. Ja, zu den Pfeifen, genau. Also hier die Pfeife, die ich jetzt hier gerade drauf habe, ist eine Aldo Morelli, die blau ist, eine blaue, blau geweißt, mit einem kleinen blauen Zierring auch, ein bisschen was moderneres. Aber die habe ich mir nicht geholt, sondern ich habe was bekommen. Und zwar dieses schöne Stück hier. Mal aus. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Ah, man sieht schon das Shape, ganz eigenartige Form, ganz komisches Grain. Ah, ich weiß nicht, wie die Form heißt. Ich sage dazu immer Sanduhr. Ist keine 9mm gefilterte, sondern hat wieder so ein schönes Metallfilterchen drin mit Speichelauffang. Lässt sich auch selbstverständlich rausdrehen. So. Und ist auch ganz prima verarbeitet. Also schaut es aus. Ja, diese Pfeife, da dachte ich erst, na nu, was wird das? Von der Verarbeitung her bin ich ehrlich gesagt ganz zufrieden. Also die fällt sich gut an. Die raucht sich auch prima. Vom Füllvolumen her, mein Zeigefinger. Ja, ich würde mal sagen, mittleres ist ein bisschen größeres Füllvolumen, wie man es hier sehen kann. Und Acrylmundstück. Und ist ein italienisches Modell. Den Hersteller, den kenne ich leider wieder nicht. Der nennt sich MAT, Matt, würde ich mal ausgesprochen sagen. Und zwar das Modell Romana. Wie ich finde, eine wunderbare Pfeife, über die ich mich sehr gefreut habe. Die lässt sich prima rauchen. Ich habe mich entschlossen, da drin auch Aromaten zu rauchen, weil es kommt da drin am besten. Ja, ist ein bisschen was Außergewöhnliches, die steht auch schön, das ist eine, könnte man direkt auch schon als Standpfeife bezeichnen. Fässt sich prima an, lässt sich prima rauchen. Was sie gekostet hat, weiß ich leider nicht, aber das ist von der Qualität schon ordentlich. Ja, wenn mehr so eine Pfeifen kommen, würde ich mich drüber freuen. Und guten Morgen, liebe Pfeifenfreunde. Heute überrasche ich euch mal beim Frühstück. Ich bin nämlich gerade beim Frühstück. 9 Uhr, genau die richtige Zeit aufzustehen. Und nach der gestrigen Einfall mit meinem Elysee-Tabak geht es auch gleich heute weiter. Ich wollte euch mal zeigen, wie man am Frühstück Pfeife raucht. Und wie am besten. Ja, ich löffel hier ganz gemütlich hier meinen Ricotta. Ja, sehr lecker, kann ich euch echt empfehlen. So ein kleiner Verbrauchertipp nebenbei. Schmeckt auch ganz gut. Ja, und zwar geht es heute um Tabak, der zu dem Ricotta passt. Und zwar ein Tabak auch aus dem Hause Planta, habe ich ja schon angekündigt. Und es ist ein Tabak, den ich schon kannte, anfangs nicht richtig einordnen konnte. Das schmeckt lecker. Und ja,
Anfangs gebe ich zu, hat er mich abgeschreckt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das was wird. Aber das ist ein aus dem Hause Planta, wo ich sage, zum Frühstück genau das Richtige. Und zwar handelt es sich um, na, da verdecke ich mal noch, um diesen hier. Brick Coco Ananas. Man muss auf den Geschmack stehen. Kokos und Ananas, ja, so, fühle mich ein bisschen wie in der Karibik, wenn ich das rauche. Auch das mal morgens durch eine Morgenpfeife, hier eine schöne Dublin. Da rauche ich das draus. Das ist eine Parker. Ich glaube, die Parker 5. Ja, und der Tabak, der ist so schön, weil der passt sich ganz toll weg, ganz einfach zu rauchen. Und der kostet sage und schreibe nur 3,65 Euro. Das finde ich absolut super. Und genau sowas, wo ich sage, wäre er teurer, 5, 6 Euro, dann würde ich ihn mir nicht kaufen. Weil das ist er nicht wert. Aber für 3,65 Euro, da macht man, glaube ich, nichts falsch. Das ist ein Alltagstabak, den kriegt man überall, muss man nicht zwingend im Internet kaufen. Jeder gute Pfeifenhändler müsste den eigentlich haben, oder Tabak-Lotto-Geschäft, wo es das auch immer gibt. Zum Tabak selber her, weil es ist ein absoluter Vollaromat, eine Fruchtbombe vom Feinsten. Nicht schokoladig, sondern fruchtig. Koko und Ananas, das duftet schon, wenn die Packung noch geschlossen ist, duftet das unglaublich raus. Ja, Wahnsinn, ja, total fruchtig, süß, das ist so total, reingetunkt in die Soße. Aber für den frühen Morgen, genau das Beste, was es gibt, für so ein Leckermäulchen wie mich. So, und so sieht er aus. Ja, erstaunlicherweise ein richtig schöner Qualitätstabak. Das hat mich richtig gewundert. Für diesen Preis, den Elisee gestern, der war ja noch nicht so gewesen. Und das hier, das ist so von der Tabakqualität, der passt sich richtig fluffig an, der duftet richtig schön fruchtig, der klebt nicht, ist nicht zu nass, nicht zu trocken, also genau richtig, lässt sich prima stopfen, da kann man sich echt nicht beschweren, man muss wirklich auf diesen Geschmack, in sehr intensiven Geschmack stehen, also so Fruchtbombe, ich habe noch keinen anderen Tabak geraucht, der so fruchtig ist und so krass intensiv schmeckt wie dieser Brick. Ob nun Chemie drin ist, weiß ich nicht. Ich habe mich da ein bisschen erkundigt. Habe dank des Pauls übrigens auf der Seite, war ich mal gewesen. Hab mir das mal angeguckt, was da so alles drin ist in diesem Tabak. Ich habe es analysiert. Chemie habe ich da nicht feststellen können. Also jetzt ernsthafte böse Sachen. Aber eigentlich, ja, also so ist er. Der Brick, Coco Ananas. Und ist, wie gesagt, zum Frühstück richtig toll geeignet. Der schmeckt richtig lecker. Das war zum Glück nicht die Parker, das war meine zweite Schrottpfeife. Ja, und den empfehle ich zum Frühstück. Manchmal nicht falsch. Also wer etwas braucht am frühen Morgen, was richtig extrem süß ist, fast schon wie ein Joghurt oder ein Fruchtbonbon, der kann sich diesen Brick Coco Ananas ruhig mal antun. Weil 3,65 Euro, wie gesagt, da macht man nichts falsch. Top, Daumen hoch. Ein Tabak vom Planta, wo ich sage, der geht, der geht. Es ist jetzt nicht das, was man den ganzen Tag rauchen kann. Wie gesagt, ein kleines Pfeifchen zum Frühstück. Und das passt hier wunderbar zu dem Ricotta. Wunderbar. Gut, das war es auch schon. Diesmal ein bisschen kürzer, weil mehr kann man über diesen Tabak nicht sagen. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Nur wegen dem Preis, weil er billig ist, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, das ist ein Hartz-IV-Tabak. Sollte ich mal in diese Situation kommen, dann werde ich Hartz 8 beantragen, weil der schmeckt mir gut. Und wenn alle Tabak da so rein soll, Doppel Daumen hoch. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag heute. Ciao! So, meine lieben Pfeifenfreunde auf YouTube. Was ich euch nun vorstelle an Tabak, das ist ein Exot. Das hier, das wird ein Exot, das ist ein Exot. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Jetzt wird's richtig lustig. Jetzt wird nämlich richtig lustig. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt was geholt. Kennt ihr das? So riecht er. Und kennt ihr den hier? Kann man das sehen? Der hat sich nämlich verlaufen, dieses kleine Gummibärchen. Der ist nicht zu seinen Freunden in die Haribo-Tüte gewandert, sondern ins Hause Stanwell.
Jetzt sagen wir hier Nanu, was soll denn das sein? Ja, das ist er hier. Mhm. General Gurena. Das ist ein Tabak, den ich als frechen Tabak beschreiben würde. Das ist nicht schlecht, aber er ist frech und definitiv ein Exot. Was anderes fällt mir dazu einfach nicht ein. Ich habe ihn mir gekauft, weil ich dachte, Gurena, Moment mal, da klingelt doch oben in der Birne. Das kenne ich doch noch aus den 90ern von dieser Techno-Bewegungszeit, da wo ich ja auch ganz wild umgehüpft bin, da wo es ja auch diese Red Bull Gurena Energy Drink Geschichte da gab, Koffein und hast du nicht gesehen. Und da dachte ich mir, na nun, dieses Gurena im Tabak, das musst du mal probieren. Ich mache den Tabak auf. Er ist ein bisschen feucht, aber nicht nass. Und es strömt ein Geruch entgegen von Red Bull. Verleiht Flügel. Das ist ein... Ja, das ist Red Bull. So, dann sind hier drin vom Tabakbild. Ich kann das mal kurz hier so zeigen. So sieht der aus. Ja, Wildcard. So eine klebrigen Elemente, die aussehen wie Kaugummi. Ist es aber wohl nicht. Das ist dieses Gurena-Flavor. Aber auch ganz interessante Geschichte. So. Stopfen ließ ich das mit dieser Pfeife. Ich habe jetzt hier eine Band genommen. Relativ einfach. Und ja, also er braucht nicht viel Pflege. Das ist eigentlich ein Tabak auch für einen Anfänger geeignet. Man muss aber auf den Geschmack stehen, weil jetzt kommt es nämlich. Der Geschmack ähnelt dem eines roten Gummibärchens. Ja, das ist eine ganz witzige Sache und das macht diesen Tabak irgendwie frech. Das ist ein frecher Tabak, so habe ich den jetzt getauft. Das ist sicherlich was für Leute, für junge Leute, so zwischen 18 bis 25, die daran ihre Freude haben werden, definitiv. Das ist kein schlechter Tabak, das ist sogar richtig guter von der Qualität her. Ja, das ist zum Beispiel, das ist ein Highland Virginia aus Brasilien, Black Cavendish ist drin, Burley, der Gurena Flavor, Limette und fruchtige exotische Mischungen, was den Tabak auch natürlich sehr fruchtig erscheint beim Rauchen. Hm? Also ist schon, ja, der Nachgeschmack, der ist irre, ja, also das habe ich noch nie erlebt, sowas. Also es ist wirklich ein Tabak, der ist eine Fruchtbombe, könnte man sagen, eine süße Fruchtbombe. Intensiv, aber auch nicht aufdringlich. Und das macht wahrscheinlich die Qualität aus, warum ich den Gurena Tabak von Stanwell jetzt auch nicht schlecht machen werde. Weil für Leute, die diesen Geschmack geil finden und irgendwie so, ja, halt jüngere Leute sind, die das angesagt ist, irgendwie Gurena zu rauchen, das ist das also als Optimum. Ich kann das nicht sagen, das ist ein Exot. Das ist optimal für diese Menschen. Für mich ist das nur nicht, ich bin ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, Mitte 30. Da ist es doch ein bisschen zu aufdringlich, kurios, irgendwie Stanwell Gurena. Aber hat was. Hat wirklich was. Ja, ja. Was anderes kann ich zu dem Tabak leider auch nicht mehr sagen. Da muss ich mal geprobiert haben. Das ist wirklich, das ist ein frecher, lustiger Tabak. Ja, das bereitet einen Freude und da muss ich auch immer hier an meinen kleinen Freund denken hier. Dieser Lustige. Der hat sich wirklich bei Stanwell verirrt. Erwartet man ja nun mal nicht. Ne? Da kommen auch ganz andere Sachen her, die zwar auch ziemlich fruchtig sind, aber nicht so Gummibärchen-fruchtig. Also ganz süße Geschichte. Ja, werde ich jetzt nochmal entzünden. Wie gesagt, rauchen tut er sich sehr gut. Mhm. Der ist jetzt nicht so anspruchsvoll, dass man da wirklich jetzt auch immer aufpassen muss. Das ist schon. Ja. Ja. Verrückte Sache, ja? Ich glaube, es ist total verrückt. Ja? Also hier auf den Lippen zum Beispiel, ja, da kommt so richtig dieses Gummibärchen rüber, ja, dieses Gurena-Flavor. Das ist schon eine interessante Sache. Mich würde jetzt mal interessieren, ob dieser Tabak schon seit den 90er Jahren, ob der da schon produziert worden ist oder ob das jetzt so neu rausgekommen ist. Vielleicht kann mir diese Frage einer mal beantworten. Ich zeige es nochmal hier an die Kamera. So sieht er aus. Stanwell Gurena. Ja, das würde mich wirklich mal interessieren. Ob das wirklich in den 90er Jahren rausgekommen ist, mit der Techno-Bewegung, weil das gerade in war, oder ob sich jetzt da einer gedacht hat,
das braucht irgendwie die Tabaklandschaft und das kam halt später raus. Und wer es weiß, kann mir gerne schreiben unten in den Kommentaren. Das wäre echt super, das würde mich echt mal interessieren, weil zu meiner Techno-Zeit, da habe ich zwar auch schon ein bisschen Pfeife geraucht oder versucht Pfeife zu rauchen, aber da ist mir dieser Tabak hier nicht aufgefallen. Also eine total verrückte Geschichte. Also ich finde das immer lustig, wenn ich neue Tabaksorten probiere, die mich total überraschen. Nochmal kaufen werde ich ihn mir nicht, weil ich, wie gesagt, so, naja, mit 35, ich weiß nicht, da ist man ja dann doch so ein bisschen so ruhiger geworden und ein bisschen bodenständiger, raucht man dann doch irgendwie auch was anderes. Aber es ist gut, dass ich es getestet habe. Bereuen tue ich es nicht. Das ist echt eine total verrückte Sache. Der verrückte Tabak Stanwell Gurana aus Brasilien, Hochebene. Muss man echt mal rauchen. Achso, zum Preis könnte ich noch sagen, das ist sogar recht billig. 5,50 Euro 40 Gramm. Das ist auf jeden Fall wert. Also, die inneren Pfeifenraucher unter euch, die sollten, die sich auch mutig sind, sich mal daran zu trauen. Hier ist er. Stanwell Gurana. Ja, total lustige Geschichte, muss man mal probiert haben. Das ist total verrückt. Der ganze Raum, der stinkt ja nach Gummibärchen. Das ist echt. Das ist wirklich lustig. Hm? Ja. Gut, meine Lieben. Dann soll das erstmal gewesen sein wieder. Bis zum nächsten Tabak, den ich noch aussuchen werde. Diesmal wieder ein bisschen eher was Klassisches, denke ich mal. Da habe ich nämlich auch einen ganz tollen gefunden in meiner Schublade da hinten. Da ist noch eine ganze Menge drin, die ich euch mal zeigen will. Das ist echt tolle Sachen mit bei. Mal gucken mit der Technik. Das funktioniert da hier eigentlich ganz gut. Ja, hätte ich ja nicht gedacht, dass das hier so funktioniert mit der Kamera. Aber an dieser Stelle, weil noch ein bisschen Platz ist, möchte ich mich auch nochmal bedanken bei den ganzen Leuten, auch Pfeifenfreunden, die auf YouTube hier Videos machen und so. Echt super. Macht richtig Spaß irgendwie, euch zuzugucken bei neuen Videos. Habt da schon eine Menge gelernt, was ich vorher gar nicht wusste. Top. Da werde ich auch nochmal vielleicht mal so ein Spezial mal machen. Das muss ich echt mal gucken, was ich da noch alles machen kann. Aber erstmal dachte ich mir so, ich werde mal die ganzen Pfeifentabake abarbeiten, die ich hier so habe. Da ist ja doch schon einiges, was sich angehäuft hat. Und mal gucken. Und da liegen dann halt auch diese Exoten halt hier drin. Ich weiß gar nicht, aber ich habe noch keinen gesehen, der diesen Tabak hier vorgestellt hat auf YouTube. Ich glaube, ich bin der Erste. Vielleicht hat sich da auch keiner angetraut, weil das ist echt eine verrückte Sache, ne? Ja. Gut, dann sage ich wie immer tschüss. Ich werde das hier nochmal anzünden. Und werde noch ein bisschen rauchen. Man sieht sich, würde ich sagen. Ne? Tschüss.